Sportwelt hat gezittert und sich gefragt, wo er denn so lange geblieben ist. Jetzt kann ich endlich Entwarnung geben und die Frage beantworten. Das ist in voller Pracht ergibt sein Comeback. Man kann diesen Moderator nicht ernst nehmen. doch, das ist schon so gemeint. Der stellvertretende Sportchef der Kronenzeitung hat sich wieder mal die Ehre gegeben und hier im Studio eingefunden. Servus Peter Malzi. Servus Michi. Wo warst du denn all die Zeit? Ja, ich war die letzten 3 Monate zu Hause, ich habe brav von zu Hause gearbeitet, Homeoffice betrieben und freue mich wieder in der Redaktion zu sein. Ich freue mich total, in der Redaktion wieder zu sein. Hast du gedacht, als Einstandsgeschenk sagst du gleich mal den Froneder ab, oder wie? Als Einstandsgeschenk werde ich den Sportchef Peter Froneder ablösen. Er wird das von dieser Sendung live erfahren. Aber ich habe gleich mir ein turbulentes Wochenende ausgesucht, muss ich sagen, weil es tut sich wieder einiges im Sport. Positives und Negatives. Allerdings. Und ich habe versucht, in der Besprechung das Ganze ein bisschen in Form zu bringen. Und wir hangeln uns jetzt halbwegs systematisch, hoffentlich, durch die Sportwelt und wollen beginnen bei deinem Spezialgebiet oder deinem Steckenpferd, nämlich Tennis. Dem internationalen Tennissport. Da ist es ja im wahrsten Sinne des Wortes turbulent zugegangen. Das Ganze ist ein Wahnsinn. Es waren jetzt diese Adria-Tour von Novak Djokovic. Er hat letzte Woche gespielt in Belgrad, dieses Wochenende gespielt in Zadar in Kroatien. Randvolle Stadien, richtig viel Zuschauer, große Party rundherum, Kids Day, die Kinder haben mit den Spielern Selfies gemacht, haben Autogramme geschrieben, Sponsorenverpflichtungen, große gemeinsame Abendessen in der Altstadt von Belgrad und in Zadar. Und was ist rausgekommen, eine Woche später, der ehemalige Mastersieger Dimitrov ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Am Montag der Koric, auch die Nummer 33 der Welt. Dann sind definitiv infiziert der Trainer von Dimitrov, der Physiotherapeut von Djokovic, ich glaube der Fitnesstrainer von Djokovic. Also das Ganze zieht einen mörderischen Rattenschwanz hinterher. Jetzt brennt dir natürlich die Frage auf, was ist mit Dominic Thiem los? Dominic Thiem ist dabei war bei den Abendessen, dreimal mit dem Djokovic und bei einer Party noch, Tanznacht in einem Club. Der Dominik hat sich testen lassen, sofort nach seiner Ankunft aus Belgrad war negativ. Und er hat sich testen lassen am Freitag, wie er nach Nizza geflogen ist zum Turnier und war negativ. Und heute in der Früh ist er aus Nizza zurückgekommen und hat sich wieder testen lassen. Dieses Ergebnis wissen wir noch nicht. Sollte er positiv sein, wird es ja große Geschichten am Abend auf online lesen. Magst du denn also in der Zeitung lesen, oder wie? Nein, in der Zeitung auch, morgen im Print natürlich. Aber ja, es ist halt, ich muss dann sagen, er ist zweimal negativ getestet worden. Und die Inkubationszeit kann ja doch ein bisschen länger dauern, wird man sehen. Aber ein Wahnsinn ist auf jeden Fall, dass der Dimitrov und der Koric das schon haben. Das heißt, man muss wirklich sagen, ein bisschen Größenwahn muss man den Djokovic schon unterstellen, weil er kann zwar die schönsten Tennismatches gewinnen, aber du kannst nicht gegen die Regeln einer Pandemie einfach... Du kannst das schon ausschließen. Die Frage ist, er allein verantwortlich, irgendwer muss das Turnier organisiert Nein, und ausgerichtet haben. Die Regierung hat gesagt, es geht. Ja? Die Regierung hat das Go gegeben, aber der Djokovic mit seinen PR-Beratern hat das Turnier abgehalten. Er hat sich ja selber um die Spieler gekümmert, er hat den Spielern sogar einen Privatflieger nach Hause geschickt, um sie abzuholen. Die alle geschwärmt haben vom Die alle geschwärmt haben, alle waren happy, alle sagen, na super, endlich wieder ein Schritt zurück in die normale Sportwelt. Nur mit den Konsequenzen hat er halt jetzt auch. Und jetzt ist halt klar, wäre das Ganze gut gegangen, hätte quasi der Djokovic gezeigt, wie man wieder die normale Sportwelt ins Leben rufen kann. Es ist aber nicht gut gegangen und somit ist er halt leider jetzt natürlich ordentlich in der Kritik weltweit. Und es stellt sich die Frage, was passiert mit dem Dominic Thiem Turnier in Kitzbühel und in weiterer Folge dann auch mit den US Open? Genau. Kann man da schon irgendwas seriös prognostizieren? Zuerst muss ich einmal ansagen, zum Thiem Turnier in Kitzbühel, Dimitrov ist einer der Stars, hat jetzt aber 2 Wochen Zeit, sich in Monaco quasi zu erholen, ist in Quarantäne, hat gepostet auf seiner Instagram-Seite ein Bild aus dem Spital sogar. Da könnte, sagen die Kitzbüheler Tennismacher, theoretisch in 2 Wochen am Start sein, wenn das wirklich alles vorbei ist. Und bei den US Open ist so, dass die Tennissaison beginnt Mitte August. In New York werden mehrere Turniere gespielt, auch das Cincinnati 1000er-Turnier wird im Vorfeld der US Open ausgetragen. Die Spieler dürfen, wie es jetzt ausschaut, mit einem ganz, ganz kleinen Betreuerteam anreisen. Werden alle in Queens untergebracht, dürfen nicht nach Manhattan rein zum Dinner. Das heißt, die ganzen Rituale, die Nadal, Federer, ein Team in den letzten Jahren gehabt haben in New York, die sind einmal alle gestrichen. Und sie dürfen sich quasi nur auf der Anlage aufhalten und im Hotel. Und zum Beispiel ist es halt, wie gesagt, so, die Halep hat schon rausgezogen. Einige Stars haben sich kritisch geäußert, der Djokovic auch, der sagt, aber es ist eh okay, weil das Problem ist einfach, gerade bei so einem Spieler wie bei dem Nadal, der so auf die Rituale vertraut und die so braucht,
das haut einmal alles durch den Gemüsegarten. Spannende Zeiten, die dann noch auf uns zukommen. Wir müssen ein bisschen aufs Tempo drücken, weil unser Big Boss, der Marali, ja, wir haben aber noch 10 Minuten. Wir haben jetzt 5 Minuten mit dem Thema Tennis verbraucht. Und dabei wartet ja ein spannendes Thema nach dem nächsten noch auf uns und auf die Zuschauer. Zum Beispiel ein, sagen wir einmal, fragwürdiges Transparent der Rapid-Fans. Wir müssen die Geschichte nicht noch einmal erzählen. Ich will es gar nicht erzählen eigentlich, weil man muss echt sagen, ja, die Meinung muss so sagen, die Frage ist einmal, Punkt A, wie kommt so ein Transparent ins Stadion? Wer hängt das auf? Weil die Fans sind ja nicht erlaubt reinzugehen. Ja? Punkt B, wie kann die Clubführung so einem Transparent zustimmen? Ja? Und Punkt C, die Clubführung rühmt sich ja, oder rühmt sich damit. Aber Peschek argumentiert ja damit, dass vor Abpfiff das Transparent eh schon wieder abgenommen wurde. Ja, ist das aber das ist nicht zufriedenstellend, weil wie kommt das einmal ein Land ins Stadion rein? Das wird ja nicht jetzt mit einer Spatzenpost eingeflogen sein, sage ich einmal. Es muss irgendjemand da reinkommen sein. Ja? Und Punkt C muss man sagen, schaffen es die Rapid-Fans immer wieder, sich in den Mittelpunkt zu stellen, auch wenn sie gerade im Stadion sind. Und Punkt D möchte ich sagen, man darf ihnen nicht so für so ein Protest geben, und darum will ich das gar nicht mehr reden. Gut, Haken drunter, wir haben nämlich eh wenig Zeit und wollen beim Fußball bleiben. Wir haben noch 9 Minuten und 7 Sekunden. Du machst mich nervös. Na sicher. Machen wir den Wechselpass auf die ein bisschen doch dann größere Fußballbühne, konkret nach Spanien. Dort wird ja auch wieder gespielt und zwar unter interessanten Voraussetzungen. Rahmenbedingungen im Stadion selber, Peter. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich hab mich extrem gefreut auf die ersten Geisterspiele. Also nicht im Stadion, sondern in der TV-Übertragung. Ich habe mich extrem gefreut auf die ersten Geisterspiele nach Corona, Deutschland, Österreich. Und Spanien hat schon wieder einen draufgelegt, weil die halt einfach dieses ganze Geisterspiel als TV-Spektakel relativ geil, wie man schon schön sagt, inszenieren. Sie blenden imaginäres Publikum ein, sie haben einen Geräuschpegel wie auf der Playstation. Wenn du halt Playstation spielst mit meinem Sohn zum Beispiel, dann machst du einen Angriff und du machst eine Flanke und die Flanke geht über alle drüber, dann hörst du das Publikum halt dementsprechend reagieren. Und genau dieses gleiche System haben sie jetzt auch in den Stadien oder für die TV-Zuschauer. Real Madrid hat das überhaupt cool gemacht, die sind ins kleine Stadion ausgewichen. Und das muss man echt sagen, die Geisterspiele in Spanien sind für mich attraktiver anzuschauen, wie zum Beispiel jetzt Hoffenheim gegen Augsburg, keine Ahnung, wo halt immer das ist, so ein Spiel 4, Spiel zurück, da links, rechts, das ist lustiger so in Spanien. Wobei ich jetzt die Anti-Commerz-Fans schon höre, die jetzt sagen würden, aber dann verkommt der Fußball überhaupt nur mehr zu einem TV-Event. Was sagst du denn dazu? Schau, Der Fußball wird immer ein Live-Erlebnis bleiben. Ja, das wird, sobald die Stadien wieder offen sind, werden die Leute die Plätze stürmen, glaube ich. Ja. Ob sie alle in die Südstadt kommen oder nach Altach kommen, weiß ich nicht, nach Mattersburg, aber die großen Stadien in Europa werden gestürmt werden, davon bin ich überzeugt. Ja. Und natürlich ist aber auch der Fußball ein TV-Ereignis zu Hause, wenn ich mit den Freunden im Wohnzimmer schaue. Und was gibt es Lässigeres, als wie zum Beispiel, jetzt haben wir es leider heuer nicht, aber was gibt es Lässigeres, dass ich mit der Krone aufhöre zum Spiel vielleicht, was gibt es Lässigeres, als zum Beispiel jetzt einen lässigen EM-Abend oder WM-Abend zu haben mit Freunden im Garten. Es wird immer ein TV-Ereignis bleiben, aber immer ein noch größeres Live-Ereignis. Apropos Live-Ereignis. Werder Bremen, ein Traditionsclub in der deutschen Bundesliga, schwebt in ärgsten Nöten und steht knapp vor dem Abstieg. Steht knapp vor dem Abstieg und man muss sagen, Werder hat ja in den letzten Jahren schon immer wieder gerauft gehabt. Und ich muss da meinen lieben Freund Andi Herzog ins Spiel bringen, eine Werder-Kult-Club-Legende, der mehrmals mit Werder in Verbindung gebracht worden ist. Okay, jetzt ist er Teamchef in Israel, aber vielleicht hätte man ihm doch eine Chance geben sollen. Vielleicht hätte er wieder Werder in Höhen geführt, wie es damals sein ehemaliger Trainer, der Otto Rehhagel, gemacht hat. Ja, aber dann fragen wir ihn gleich persönlich. Was sagt er denn dazu? Hallo, grüß euch, ich bin's der Herzog Andi. Ich freue mich total. Ich werde ohne der Mama zum Fall ins TV-Studio gefunden. Der Papa hat mich hergebracht. Tschüss. Übrigens haben wir vor kurzem eine Podcast-Serie aufgezeichnet mit dem Andi Herzog. Hochunterhaltsam. Aber der ist unterhaltsam. Er ist ein unglaublich lustiger Typ. Wirklich spannend. Leider, ich hab jahrelang mit Dreiwecker parodiert und er hat sich dann bei mir revanchiert, indem er mich immer beim Tennis abgezogen hat mit 6-0, 6-0, 6-0 und hat dann gesagt beim Shake-Hands am Netz, nein, Malzi, jetzt brauchst du nicht so deppert lachen wie 6-0, 6-0, 6-0. Was sagt das über deine Tenniskünste aus? Dass ich besser schreiben sollte über den Sport und nicht spielen sollte. Dann hast du aber eh alles richtig gemacht. Du musst ein bisschen langsamer reden. Wir haben noch fast 6 Minuten. Wir haben 6 Minuten. Haben wir noch ein paar Parodien, oder? Haben wir uns verkalkuliert. Aber 5 Minuten 42, der Countdown läuft. Vielleicht fällt da eh noch ein bisschen was ein. Wir wollen nämlich wieder zurückkehren nach Österreich.
in die Bundesliga. Und dort, weiß ich nicht, Salzburg schon zum Meistertitel gratulieren oder glaub, wie handhaben wir das ich jetzt? Ich habe gestern mit dem Christian Fuchs telefoniert, der total glücklich ist, weil er bei Leicester verlängert hat, ja. Und seine 6. Saison in der Premier League spielt, so tue ich die Zeit hinauszögern. Der Christian kriegt gleich einmal vorab von mir eine Krone, ja, für die 6. Saison in der Premier League. Hat sogar alle Sendungsregeln zusammen, nur damit alles wir in die Länge ziehen. Der Christian Fuchs hat mir erzählt, dass er natürlich noch immer die Bundesliga aus Österreich verfolgt in England, in Leicester. Ja. Und er sagt, für ihn ist es einfach ein Wahnsinn gewesen. Das hätte so ein schöner Neustart werden können mit diesem Titelduell LASK Salzburg, Salzburg LASK. Ja. Dann kriegen die diese 6-Punkte-Abzug völlig zurecht, weil der Fuchs sagt, die Sportler in England leben so konzentriert, waren so fokussiert. Wenn du in der Premier League spielst und nur gegen die kleinste Regel verstößen würdest, hast du fast die Kündigung. Jeder Spieler ist es freigestellt, wie er sich wo verhält. Ja, aber alle Spieler halten sich dran und bleiben zu Hause und stay safe, stay safe, stay safe, stay safe. Und umso mehr da diese Vorgangsweise vom LASK kritisiert. Jetzt ist die Bundesliga natürlich mit diesen 6 Punkten Abzug vom LASK gelaufen. Rapid wäre ganz interessant gewesen, wenn die gegen Hartberg vielleicht doch nicht 0-1 verloren hätten am Sonntag, glaube ich. Aber du kannst den LASK zum Titel, du kannst Salzburg zum Titel gratulieren, die sind einfach seit Jahren jetzt super, super konstant, haben, glaube ich, jetzt können den 7. Titel in Serie jetzt einfach den 11. insgesamt oder sowas, wenn ich jetzt ganz korrekt liege. Und du musst schon sagen, die Salzburger sind eine Mannschaft, die sich wirklich was aufgebaut haben, der ganze Club mit der Nachwuchsförderung, mit dem Scouting, die wahrscheinlich zu Recht wieder Meister werden. Mhm, aber was hat das jetzt für eine Auswirkung unter Anführungszeichen auf das Top-Duell, wenn man so will, das ja am Mittwoch steigt, Rapid gegen Salzburg? Die Rapidler sind selber schuld, dass sie gegen Hartberg verloren haben. Wenn die 0-1 verloren haben, dann musst du dann sagen, ist das ein Wahnsinn. Das mit haben sie einem ein großen personellen Aderlass, muss man fairerweise dazu sagen. Natürlich, aber trotzdem muss Rapid, das ist schon korrekt, ja, aber trotzdem muss Rapid da die Kraft haben, irgendwie daheim gegen Hartberg zu gewinnen. Ja. Hartberg spielt ganz brav, aber hat auch Auf und Abs permanent. Ja. Aber wie schön wäre es gewesen, wenn die gewonnen hätten, die Rapidler, die Salzburger spielen Remis, dann wäre das ein richtig, richtig geiles Schlagerspiel geworden. Absolut. Jetzt blenden wir im Hintergrund 2 Herren ein, die mit dem Titelkampf überhaupt nichts mehr zu tun haben und die aber trotzdem immer wieder für Gesprächsstoff sorgen. Es sind die Gebrüder El Maestro. Und da kann man sich journalistisch schon abarbeiten an diesen beiden persönlich. Ja, also Sturm Graz Cheftrainer und sein Bruder Interimstrainer, weil der große Bruder. Der ein sehr guter Fußballer war, der Bruder. Das der einzige Bruder Wunderkind bei der Wiener Austria. Galt als Europas der größten Wunderkind, der von Europa rauskommen ist, leider nicht viel, muss man sagen. Und der Trainer, Bruder, der El Maestro, sieht sich als Wunderkind-Trainer oder als Wundertrainer. Und da muss ich auch sagen, warum der sich als Wundertrainer... Hat er selbst nie so bezeichnet, aber legst du ihm jetzt in den Mund oder interpretierst du so? Interpretiere. Und ich muss echt sagen, ich verstehe nicht, warum man dem so einen Dank gemacht wird. Sturm heißt, spielt einen Topfen mit der Steirer zu sagen, vielleicht mehr oder weniger zusammen. Ja. Und der hat schon ein sehr ausgeprägtes Selbstbewusstsein, muss man sagen. Und vielleicht wäre es doch besser gewesen, von der Clubführung einmal eine andere Lösung zu finden. Was schwebt dir da vor? Na, ich glaube, dass der Marco Schopp in der nächsten Zeit wieder einmal sicherlich ein Thema dort sein würde oder wisst, weil der Schopp war einmal bei Sturm, in einer unglücklichen Phase war er dort, glaube ich, gar nichts gewonnen hat, mehr oder weniger. Aber du musst echt sagen, der Marco Schopp leistet in Hartberg hervorragende Arbeit. Und dass Hartberg vor Sturm liegt, ist ja, da muss ja ein Sturmpräsident oder ein Sturmvorstand, der muss ja normal ja sagen, das kann ja nie im Leben sein, dass ich hinter Hartberg in der Steiermark die Nummer 2 bin. Das war ein Verein, der hat Champions League gespielt, der hat so viel Tradition. Und es ist super, dass die Hartberger zusammenbringen, ja, aber Sturm habe ich einfach ein ganz anderes Anforderungsprofil. Wir haben noch knappe 2 Sendeminuten, die mag ich gerne dazu nützen, um den Peter Molzi auszuwechseln, den Marco Arnautovic ins Spiel zu bringen und ihn zu fragen. Das ist doch keine Comedy-Show, das ist eine ernsthafte Sportsendung. Ja, das ist eine Show mit der Comedy hier. Ganz dem Duktus der Krone entsprechend, wie verkauft sich denn der Gin eigentlich? Was sagen die ersten? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, ich denke, dass ich da bin. Ich glaube, dass ich denke, dass ich unten vor der Krone mit meinem Rolls-Royce im Halteverbot steht. Aber ich glaube, ich bin höher über das 17-stöckige Krone gebildet. Und ich glaube, ich brauche keinen Gin, weil ich bin von Natur aus immer leicht angesoffen. Ohne Alkohol. Unser lieber Postler, der Herr Schernick, ja, hat eine sehr eindeutige Meinung kundgetan. Das kann man so sagen. Thema, ja. Zum Thema Arnautovic. Unterschreibst du jeden Satz, den er Nein, ich finde den Arnautovic lustig. Ich bin froh, dass es Typen gibt im Fußball, die Ecken und Kanten haben, die ein bisschen polarisieren, die was hergeben. Ich halte diese ganzen Ja-Sager nicht mehr aus. Ich halte diese ganzen Plattitüden-Dreschereien. Ich müssen immer hören. Ja. Und ich glaube auch, und ich verspreche das und ich prophezeie das, es wird die Zeit wieder kommen,
wo nicht nur die PR-Berater die Sportwelt, die Sportler diktieren, sondern auch, wo einfach die Leute eine Meinung sagen. Und der Arnautović, den kannst du 10 PR-Berater zur Seite stellen, der wird trotzdem seine Meinung sagen. Und das ist einfach großartig. Und der inszeniert sich herrlich, ein wunderbarer Typ. Und schön wäre, wenn er wunderbar gut spielen würde für Österreich bei der Euro 2021. Aber er ist ein Typ, über den redet man und der, über den diskutiert man. Sein Gang, alles, die Gestik, sein Gewand. Einfach von einem anderen Planeten. Wunderbar. Mann. Zwei Tipps mag ich dir noch abbringen zum Schluss. Erstens, wie geht Rapid gegen Salzburg aus? Rapid gegen Salzburg geht aus 0:2. Zweitens, schafft Werder Bremen das Wunder und bleibt doch noch in der Bundesliga oder schafft es zumindest in die Relegation? Werder Bremen schafft es vielleicht in die Relegation, wird aber absteigen, wird 2 Jahre in der zweiten Liga bleiben, dann kommt Andi Herzog und führt Werder Bremen in den Europacup. Hallo, grüß euch, ich bin der Europacup-Trainer. Jede Frau neder Prognose. Und damit müssen wir Schluss machen. Das war jetzt eine Punktlandung. Vielen Dank, Peter Meutzi, für deine Zeit. Vielen Dank. Aber du hast eines vergessen, wir haben keine Kronen, keine Kronen vergessen. Mach es ganz schnell. So habe ich mich von der ganz, Zeit ganz schnell. Leiten Stopp, lassen. Du musst aufpassen. Kasperl an Novak Djokovic, Krone an... Bei wer kriegt die Krone? Das musst du sagen. Die Krone geht an... Nicht zusammenhauen. Die Salzburger Fußballer. Jawohl, ganz originell. Machen wir Schluss. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.